So, wir waren weiter in unserem Kampf und hoffen, dass wir bei viel Feind viel eher das richtig lesen, die Aufgabe nur 5 Leute um die Ecke bringen müssen, dass es dann trotzdem weitergeht. Und mittlerweile tummeln die sich hier vorne und das sind jetzt überwiegend Schwache. Einer ist ein Bogenschütze, ist weg, der hat nur noch 3, der hat seinen Statuseffekt verloren, den Statuseffekt Punch, der galt anscheinend wirklich nur für eine Runde. Und jetzt gucken wir mal, hier müssen wir aufpassen, die können Gelegenheitsangriffe geben. Das heißt, wir sollten mit einem, und das betrifft leider auch den Bogenschützen hier. Das heißt, wenn wir einen Bogenschützenangriff machen, habe ich den Eindruck, dass der dann hier einen Gelegenheitsangriff bekommt. Sollten wir schon mal zum Beispiel nicht machen. Hier vorne haben wir direkt den Kollegen hier stehen. Der kann doch aus, er kann aus 2 Fällen Entfernung zustechen. Er steht in erster Reihe und hat die Eigenschaft 4 bis 6, dann ist er noch nicht tot. Die Bestia kann, ja, wir machen das so. Der greift an, der tötet ihn final. Das ist, glaube ich, eine Milizeinheit hier. Das heißt, wenn wir den töten, bekommen wir einen Aktionspunkt zurück. Wir versuchen Folgendes. Der vorne greift den, der ihn mit einem Gelegenheitsangriff mit dem Passierschlag versehen würde. Wenn er abhauen würde, so zu sehen, fällt es dunkelrot. Einmal ganz normal an mit einem Hiebschaden. Achtung, kann man nicht machen, dann würden wir die eigene Einheit treffen. Was wir machen können, ist allerdings ein Wuchtschaden und wir schieben ihn dann weg. 2 bis 5 ist nicht viel, nutzen wir aber. Dieser ein fällt weg. 4er Schaden, 4 bleiben übrig. Jetzt nutzen wir die Bestia hier vorne. 3 bis 5, 4 hat er. Wenn das klappen würde, würden wir einen Fokuspunkt generieren und hätten einen Aktionspunkt durch das Töten sofort zurück, könnten dann gleich das nochmal machen. Ist ein gewisses Risiko, ob es klappt. Aber ich würde es gerne mal probieren. Wir ziehen einmal hier hin. 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Machen einen gezielten Stich. Bekommen einen Fokuspunkt dazu. Den gibt es nur für leichte Infanterie. Ist hier im Tooltip erklärt und können damit Sonderaktionen später durchführen. Haben einen Fokuspunkt bekommen. Aber er hatte einen Trefferpunkt übrig. Das heißt, wir haben nicht den Aktionspunkt zurückbekommen. Das ist bitter. Damit können wir auch mit dem einen Das ist jetzt genau so, wie es nicht laufen sollte. Das ist jetzt echt richtig doof. Mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit hat leider gereicht. Er kann es aber machen. Er kann vorziehen. Er zieht hier hin. Jetzt macht er die Aktion hiermit. Reichweite 2. Jetzt hat er seinen Aktionspunkt zurückbekommen. Und jetzt könnte er den Aktionspunkt dafür nutzen, dass er alle, die im Radius von 3 Geländefeldern umherum sind, 2 Bewegungspunkte dazu gibt und nicht weiter kämpfen. Das wäre eigentlich ganz klug. Da sollten wir allerdings sie auch erstmal kurz daneben stellen. Jetzt nutzt er seinen Aktionspunkt, den er zurückbekommen hat, um die alle zu boosten. Natürlich nur die eigenen Leute. Jetzt haben alle reichlich Bewegungspunkte bekommen. Aktionspunkte haben nur noch 2 unserer Leute, beide Bogenschützen. Sie hier, der steht am nächsten und ist potenziell. Aber er hat nur 3. Ja, das ist ja genial. Er hat noch 8 Trefferpunkte, er hat 3. Er hat 8. Wir geben hier vorne, die 3 sollten wir schaffen. Wir machen einmal 5 bis 7. Hier drauf, treffen. Nur mit 78% Erfolg. Warum so wenig? Er trägt ein Schild, aber das Schild ist kaputt. Sein Schild ist komplett kaputt. Warum hat er trotzdem nur 78% Erfolgschance? Ah, wegen des Schadenstyps. Das ist ein durchbohrener Schaden
und hat er 22% Wahrscheinlichkeit, hat er 22% Widerstand. Wir riskieren es auch hier mal. Na, Gott sei Dank. Aktionspunkt zurückbekommen. Und jetzt können wir auf den hier vorne drauf schießen. Sie hat ihren Aktionspunkt zurückbekommen. Hat einen wieder da. Ach, das war kein Milizionär. Sie hat den Aktionspunkt nicht zurückbekommen. Es war kein Milizionär. Dann kann sie kein zweites Mal feuern. Das ist natürlich schade. Nur noch sie hier vorne hat den Aktionspunkt. Okay. Ist hier mit allen anderen weg, damit sie noch einmal feuern kann. Mhm. Sie schießt mit dem verkrüppelnden Schuss hier drauf. Dann hat das ist der Gegner, der am nächsten steht, nur 50 Bewegungspunkte. Das heißt danach nur noch 2. Damit kann der keinem von uns sich nähern. Einmal hier drauf, bitte. Kritischer Treffer. Glück muss man haben. 2 müssen wir noch ausschalten. Das kriegen wir gebacken. Jetzt ziehen wir mit allem zurück, so weit wie es geht. Und schauen auch, dass wir auf Felder ziehen, wo er uns nicht beschießen kann. Dann die Möglichkeit hier am Rand bei der Mauer. Das heißt, mit ihm... Oh, er kann nachher beschossen werden. Wir räumen hier mal die Plätze. Sie zieht mal hier hin. Alle hier einmal weg. Dann hier vorne hin. Der hält eigentlich am meisten aus. Der hat Rüstung. Der hier vorne hat 4 Bewegungspunkte. Das heißt, er kann gleich ziehen. Einmal, zweimal, dreimal. 4-mal angreifen. Den soll er ruhig angreifen dürfen. Jetzt stellen wir uns hier hin. Nee, wir bleiben da stehen. Und er stellt sich in 2-3 hier hin. Und er hier vorne, der hält was aus. Der hat Schild und haufenweise Trefferpunkte, das ist schon okay. Eine Runde weiter. Oh, noch ein Bogenschützen. Mr. Yupa Lumera Mera Bamba Bambo, vielen Dank fürs 25. Abo. Danke dir. Liebe Grüße. Guten Abend. Immer mehr. Feinde 2 müssen wir noch ausschalten. Sie sind da drüben. Vorrücken! Okay, das sollten wir schaffen. Das hier ist ein Milizionär. Das heißt, wenn wir den töten, bekommen wir einen Aktionspunkt zurück. Das kann der Kollege allerdings mit den 4 bis 6 nicht machen. Wir könnten ihn aber schwächen. Achtung, er hat ein Schild. Das ist ein Milizionär, das ist einer. Also wir machen einmal den 4 bis 6 Hiebschaden hier drauf. Er hat keinen Aktionspunkt mehr. Jetzt zieht er in die 2. Reihe. Noch 16 Punkte. Nein. Er hat nur 3 Punkte. Wir nehmen unseren Bestiarius. Der hatte und wir schalten ihm den Fokusangriff frei. Minimum 3 bis 5 Schaden. Wir stellen ihn direkt hier daneben. Jetzt machen wir den Angriff, der einen Fokuspunkt kostet. Bringt und 3 bis 5 Schaden macht. Er hat 3 Trefferpunkte noch, das heißt, er sollte auf jeden Fall erwischt werden bei 100%. Nur noch einer! Komm schon! Jetzt bekommt er den zweiten Fokuspunkt und bekommt drüber hinaus. Hier, er braucht 3 Fokuspunkte für diese Aktion Schnelle Klinge. Jetzt bekommt er überall außerdem noch seinen Aktionspunkt zurück. Und ich würde ihn gerne bringen auf 3 Fokus. 2 hat er. Dann müsste er den hier noch töten. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr nötig. Wir stellen ihn hier in die 2-3 hier hin. Hauen jetzt hier einmal zu mit
4 bis 7. Ach, das war die falsche Aktion. Das war die mit zwei Hexfeldern. Mist, Scheibenpflaster. Jetzt hat er noch 2. Jetzt stellt er sich neben den. Jetzt macht er einmal das hier. 2 mit halbem. Dafür werde ich nicht sterben. Wir haben es geschafft. Meine Frau und Kinder. Ja, Kampf vorbei, wir haben es gepackt. Alle sind unverletzt geblieben, da sind niemals in ernster Gefahr gewesen, auch wenn ich zwischendurch ein bisschen gezittert habe, was ich niemals öffentlich zugeben würde. Haben es geschafft, Kampf erfolgreich gepackt, sehr schön. Gute Sieg. Zusammenarbeit. Sichern wir uns dieses griechische Feuer, bevor noch jemand vorbeikommt, um nach dem Rechten zu sehen. Unbedingt, machen wir sofort. Einmal schnell rüberrennen. Ins Lager, danke an Gary. Wir holen uns alles hier. Wir rennen hier oben rauf. Hier gibt es doch noch mehr Dinge. Wenn es so weiß gehighlightet ist, was ist denn das hier? Wir können uns da hinsetzen. Das ist zum Hinsetzen da. Ich dachte, das ist eine Interaktionsgeschichte für irgendwas. Sie setzt sich nur hier hin und gammelt in der Gegend rum. Schaut euch das mal an. Das ist nur dafür da, um Platz zu nehmen. Das ist ja schreiend komisch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es irgendwo noch Loot gibt, Leute. Wir rennen überall einmal rein. Das soll bitte nicht zum Hinsetzen. Ja, sehr schön. Spitzen, Klipeus, ein Schild. Cool. Großes Bündel Medikamente und große Geldbörse. Wir nehmen alles mit. Können wir sonst nur irgendwo was aufsammeln? Einmal bitte alles looten. Leute, Leichen plündern. Leichen plündern. Geht das? Ja, Tagesrationen klauen. Medizinische Kreuzer an uns nehmen. Münzen, Salpeter, alles mit. Geldbörsen, Schwertklingen. Ich glaube, wir haben alle hier in der Umgebung gelootet. Jetzt looten wir den Rest hier noch einmal. Ein lauter interessante Waffen. Alles nehmen. Alles nehmen. Dann hier ist noch eine Kiste. Mal gucken, was wir damit machen können. Makelloses Material. Gewöhnliches, ein korinthischer Helm. Und eine große, fette Geldbörse. Wir nehmen alles mit. Alle Gegenstände gesammelt. Sehr schön. Und das war es etwa schon? Nein, da links ist das Missionsziel. Hier ist dann noch eine Kiste. Wie kommen wir da oben hin? Wie geht's da hin, bitte? Leiter hoch im Dunkeln. Bitte nicht auf den Sprossen ausrutschen. Jetzt gehen alle einzeln hoch. Nein. Nochmal Geldbörsen, leichte Kettenringe, Material und ein Dolch. Wird alles genommen. Sehr schön. Ist sonst noch irgendwas irgendwo? Außer dem Questziel. Komm, wir durchsuchen einmal die Karte überall. Was ist denn das da? Einmal bitte alles mitnehmen. Kommen unsere Leute angelaufen? Im Schneckentempo, ja? Nur einer. Das ist unser Klauer. Unser Dieb. Leinen, Materialien. Ein Thorax. Ein Brustkorb? Nein, eine Rüstung. Wir nehmen alles mit. So, und sonst? Wir gehen einmal ins Questziel rein. Wobei, ich mache mir irgendwie Sorgen, wenn man das anklickt, dass dann alles vorbei sein könnte. Oder gibt es irgendwo so einen Platz, wo man immer rein und raus geht? Ich glaube, hier vorne war der Punkt zum Rausgehen. Da können wir immer noch alles nachher absuchen. Einmal hier rein. Einmal das griechische Feuer an uns nehmen. Kiste mit griechischem Feuer. Seid vorsichtig mit diesen Töpfen. Die Flüssigkeit darin ist hochempfindlich. Sie wird sich mühelos durch diese Schiffe fressen. Okay. Also ich finde wirklich, ich habe es eben angedeutet, etwas seltsam an ihr. Stimme, Gestalt und Aussehen, Name, da passt irgendwas nicht zusammen. Aber von Frau zu eventuell Frau, ich bin gerne bereit, ihr Geheimnis zu wahren, falls sie eines hat. Was ist der nächste Schritt in eurem Plan? Julia, Julius. Dies war der einfache Teil.
Jetzt müssen wir uns in den Hafen schleichen und die Schiffe abbrennen. Schaffen wir. Und ich nehme an, dass wir uns dann wieder hinausschleichen müssen. Schaffen wir auch. Nicht zwingend, aber idealerweise ja. Ja, also ich gehe das Ganze rational an. Wir wollen nicht unser Leben verschwenden. Ich würde meines nach Möglichkeit gerne behalten. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir gerne unsere Leben behalten würden. Ja. Eindeutig. Ja, nur Freifertigkeitspunkte. Da können wir uns gleich noch skillen. Aber vorher, ich glaube, kann ich mich ja wieder hinsetzen? Vorher schauen wir aber nochmal, ob wir noch irgendwo etwas looten können. Wir haben noch nicht alles abgesucht, Leute. Ja, da war der... Hier kann man, glaube ich, durchrennen. Da hinten waren wir noch nicht. Waren wir in diesem Gebäude drin? Ich glaube, ja. Wenn wir von oben drauf gucken. Nee, ne? Ist hier noch was Lootfähiges? Einmal Licht ins Dunkle bringen, bitte. Also, der Versuch, sich irgendwie durchzuschleichen, hat ja so mäßig gut geklappt, oder? Ist hier noch irgendwo irgendetwas? Oh, ein Feuer. Was sind das hier? Nein, leider nicht. Schade. Hier in der Ecke noch irgendwo ein Zelt, immerhin. Leider nicht. Und hier unten? Einmal quer durch, bitte. Hier ist Ende Gelände der Karte. Hier fliegen Glühwürmchen, auch ein hübscher Anblick. Das sieht überhaupt sehr hübsch aus hier. Sehr stimmungsvoll. Nein, da ist ein Hirsch, guck mal. Da ist, komm, den, kann man den jagen und dann noch Proviant bekommen? Ich weiß, ich mache das mal gerne in Spielen, aber oh Leute, möchte ich große aufrufen. Schnappt euch Bambi! Der Erste, der Bambi tötet, kriegt eine Extra-Ration von mir. Können wir Bambi töten? Bambi hat sich in Luft aufgelöst. Noch ein Rätsel. Das war sehr schade. Ich dachte, ich hätte Bambi killen können. Leider nicht. Okay, dann geht's aber wirklich zum Auf. Jetzt wirklich raus einmal. Da ist der Ausgang. Einmal dorthin, bitte. Und dann die Fertigkeitspunkte uns mal angucken. So, einmal abspeichern, einmal Fertigkeitspunkte über irgendwas hier oben. Inventar, da können wir dann gleich mal checken, was das Beste ist und die Fertigkeitspunkte. Können wir alles killen? Alle haben einen Punkt dazu. Super. Großartig. Fangen wir mal mit ihr an. Heckenschützen, da hatten wir eben einen ausgegeben. Wobei, im Nachhinein finde ich das nicht mehr so cool, weil das null Schaden hat. Einziger Effekt ist, die Gelände, die anderen sind entdeckt. Man kann dann also zweimal auf die feuern, aber hatte ich mir cooler vorgestellt. Mehr Zielgenauigkeit. Aber plus 2 ist gar nicht so viel. Ferner Schuss schießt hier 2 Pfeile. Gegner ist gezeichnet. Nächster Fernkampfangriff, doppelter Schaden. Und ferner Schuss, das ist anscheinend ihre Spezialfähigkeit, die... Wo sehen wir den fernen Schuss bei ihr? Hier unten? Hat sie gar nicht. Verkrüppelnder Schuss... Stachelpfeil und gezielter Schuss. Mehr ist nicht dabei. Können wir ihr bessere Waffen geben? Toxo, ein Bogen und Fertigkeiten hier.
der gezielte Schuss und der Feuerpfeil. Und im Augenblick hat sie den Stachelpfeil und den gezielten Schuss. Und den haben wir relativ selten benutzt, den Stachelpfeil. Blutung. Und der, das ist das, der, das ist ein besserer Bogen, ne? Basisschaden erhöht. Zielgenauigkeit erhöht. Links ist das, was wir haben, rechts das Neue. Die Eigenschaften sind andere. Und eine Eigenschaft verlieren wir dann. Nämlich den verkrüppelnden Schuss und bekommen irgendeinen neuen anderen. Aber wenn der Basisschaden größer ist, ich würde das mal machen. Machen wir, ne? Jetzt fehlt hier eine Fertigkeit. So, bei den anderen auch mal gucken, was wir denen geben. Rüstung braucht sie, glaube ich, nicht unbedingt. Handwerk. Ach, das ist zum Craften. Da müssen wir aber, glaube ich, im Lager für sein. Das können wir jetzt noch nicht machen. Und das ist der Questgegenstand. Das sind die neuen Rüstungen. Leichte könnte sie tragen, aber wir machen erstmal die besseren. Das hier, der loyale Quinctius. Haben wir für ihn eine bessere Waffe? Ein besseres Schild können wir ihm geben. Das bekommt er sofort. Und das, und hat er eine bessere Waffe? Nicht. Die Pfeile zeigen uns an, die sind alle schlechter. Das ist aber eine gute, schnelle Orientierung. Ein Helm, ein besserer Helm, bekommt er ebenfalls. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil das ist ein Helm der Stufe schwer, das ist ein Helm der Stufe stark. Stark ist weniger als schwer. Falls einer von uns schwer tragen kann, stark kann er tragen, schwer vermutlich nicht. Dann geben wir ihm den starken Helm. Er kann den Helm nicht tragen, aber er kann stark tragen. Aber nicht schwer, denke ich mal. Dann geben wir ihm den Helm hier. Da hat jeder einen Helm. Ja? Dann checken wir das auch noch bei den Rüstungen. Eine normale Rüstung. Der hatte bislang gar keine. Bekommt er die? Und dann haben wir den Kollegen hier vorne noch. Da würden wir nur die Rüstungen austauschen. Das ist irgendwie... Bewegungspunkte minus 2. Bewegungspunkte nur minus 1. Gebe ich ihm lieber die. Ich finde, dass sie schneller bewegen können, wichtig. Dann haben wir noch den Kollegen hier vorne. Da haben wir schon alles gemacht. Genau. Dann haben wir noch Julius Kalidus. Ihn oder sie. Was für ein sehr obskures Geheimnis hier vorne. Wir gucken mal gleich mal nach, wie das mit dir. Und hier gibt es irgendwie nur schlechtere Geschichten. Dann haben wir bei einem noch die Eigenschaften verändert, ne? Dadurch, dass wir eben was anderes gegeben haben. Haben wir schon gemacht, Ken Riser. Haben wir auch gut verstanden. Keen Riser. Liebe Grüße, haben wir verstanden. Danke. Haben wir auch teilweise schon gemacht, die, also das Waffenset austauschen. Bei ihr haben wir das gemacht. Bei den anderen allerdings noch nicht. So, und hier vorne. Und mit dem Waffenset kann man dann auch die, das ist ein sehr guter Tipp, kann man auch die Kampfeigenschaften durchtauschen. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen lieben Dank. Das sollten wir uns jetzt mal anschauen. Danke dir. Also, und er hier vorne, er hat jetzt als Eigenschaften Hieb, standhafter Blockade, Schildstärke auf. Das ist eigentlich schade. Ich fand es eigentlich cooler, als er zwei verschiedene Sachen hatte. Aber wir können im Kampf ja jederzeit tauschen. Und dann geben wir ihm hier noch eine andere Waffe dazu. Speer. Schaden. Ach. Ich gebe ihm mal testweise das hier. Und jetzt hat er Stemmblock. Er kann die nächste Attacke abwehren als Tank. Das ist doch super cool. Er kann als Tank
nächste Attacke abwehren. Dafür muss er einen Aktionspunkt allerdings benutzen. Ach, das ist die zweite Geschichte, das ist die erste Geschichte. Fehlt immer noch eine Fertigkeit. Hiebschaden richtet Maximalschaden an, aber keinen kritischen Treffer. Überwältigen, Hilfe. Kann anderer damit unterstützen und negative Statuseffekte entfernen. Heilend. Ich glaube, das würde ich eher dem Syneros geben. Weil der hat keine Rüstung und nicht so super viele Trefferpunkte. Aber ist Geschmackssache natürlich, ne? Er hat eine bessere Waffe. Ich würde im Chat gerade darauf angesprochen. Guter Hinweis. Haster, er benutzt im Augenblick diesen abgetragenen Speer 3 bis 5. Dolch wäre 3 bis 6. Eigenschaften verändern sich. Im Augenblick hat er die beiden. Einmal Fokus, zweimal Fokus. Wenn wir ihm das hier stattdessen geben. Hat er keine Fokusfähigkeit mehr. Er hat nur Fähigkeiten, die Fokus generieren. Generiert 4 Fokus. Wow. 2 Angriffe, die insgesamt 4 Fokuspunkte generieren. Das ist ja super Deluxe. Das ist ja eine super tolle Waffe. Und dann könnte er danach wechseln. Und könnte danach eine Sache machen, die... Könnte danach das hier nehmen. Den Attentäter Dolch. Könnte damit dann... Ne, hier steht generieren. Ne, das hier benutzen. Und das ist eine Fokuswaffe, ne? Nein. Was braucht Fokus nochmal? Also nochmal. Das ist die eine Geschichte. Damit generiert er zweimal Fokus. Ne, er hatte doch eben eine Spezialfähigkeit, mit die man, wo man Fokus für braucht. War das nicht eine mit diesem Speer eben? Das ist die andere Geschichte. Dieser Speer hier, ne? Oder war es der hier? Wirft Gegnern Sand in die Augen, die sind geblendet und nicht so zielgenau. Leute, wo war denn eben die Fähigkeit? Wo war denn eben die Fähigkeit, die Tab... Ach, das könnte bei den Fertigkeiten sein, heißt es im Chat. Guter Hinweis, vielen Dank. Keen Realizer, danke dir. Genau so ist es, sehr gut, dass du dabei bist, danke. Die sind woanders. Die Fähigkeiten, die man, wo man Fokus für aufbraucht, die sind im Fertigkeiten-Tab und nicht im Inventar. Und hier können wir ihn auch verbessern mit dem freien Punkt und können ihn zum Beispiel... Ah, wir können einen mit einem sofort das freischalten... Oder Punkte sammeln und die dann nehmen. Zieht keine Gelegenheitsangriffe auf sich. Oh wow, 2 Fokus und dann kritische Trefferchance. Streunenstatus-Effekt. Kleine Chance auf Ausweichen finde ich nicht so groß. Vielleicht ist es auch besser, den Duellanten bis zum Ende zu skillen. Ein Feind zu töten gibt uns einen Rang blutrünstig. Automatisch passive Fähigkeit plus 5% Schaden pro Rang. Das ist jedes Mal, wenn wir einen neuen Rang blutrünstig bekommen, erhöht sich der Schaden. Ich glaube, ich würde nur einen Punkt sammeln und dann bei den Schlägern reingehen. Das finde ich sehr cool, dass man keine Gelegenheitsangriffe auf sich zieht. Finde ich eigentlich besser, muss ich sagen.
Passive Fähigkeiten sind immer gut, sehe ich auch so. Aber das hier ist keine passive Fähigkeit. Also man muss Fokus ausgeben und dann hat man eine passive Fähigkeit. Aber es ist kein Angriff. Ne? Damit schützt er sich ein bisschen vorne. Kann sich dann besser bewegen. So, jetzt mal nochmal diese Inventargeschichte. Also das ist sein erstes Waffenset. Generiert unglaublich viel Fokus. Finde ich super cool. Mit diesem Dolch hier. Und das ist sein zweites Waffenset. Damit kann er zum Beispiel Gegner blenden und weiteres machen. Also bei hinter ihm haben wir einen Haken, der ist jetzt geklärt. Nochmal zurück zu Valeria. Und jetzt auch zu den Fertigkeiten bei ihr. Hier hatten wir einen Punkt ausgegeben auf den fernen Schuss. Wir könnten... Nee, das finde ich alles doof. Da könnten wir... Ach, passive Fähigkeit ohne Aktionspunkt. Cool, 100% kritische Trefferchance für Fernkampfangriffe gegen angrenzende Charaktere. Wenn sie in den Nahkampf gezwungen wird, wenn ja jemand direkt neben ihr steht, hat sie eine 100% Trefferchance, die kritische, für Extraschaden. Das finde ich super. Kostet nur eine Aktion, kostet nur einen Fertigkeitenpunkt. Sollten wir sofort machen. Überzeugt mich total. Hat sie. Hey, wie wird das ausgestattet? Hä? Wie geht das? Ach, das muss man gar nicht ausrüsten, weil das automatisch ist. Alles klar. Und jetzt wieder zurück zum Inventar. Das hier ist ihr erster Slot. Das ist der Bogen hier mit diesen Fertigkeiten. Da könnten wir einen zweiten Bogen geben. Für andere Fähigkeiten. Nämlich... Toxo gut und dann gehen wir in den zweiten Bogen für andere Fernkampffähigkeiten. Ja? Da hat sie verschiedene Sets hier. Boah, ist das komplex. Dann ist sie für alle Situationen gut ausgestattet. Hinter ihr einen Haken. Dann mal zurück zu unserem Tank. Das kann sein, Knuddelkaus. Das Nulf. Ach so! Du meinst, wir waren eben bei Bestia Tabard, dass 02 heißt, man braucht doch nur einen Fertigkeitspunkt und dass es dann drei Stufen gibt. Zwei Stufen gibt und hier drei Stufen. Oh, dann wäre das aber cool, hiermit zu starten, mit viel extra Fokus, ne? 60-90% extra Fokus zum Start. Und wie viel hatte er an maximalem Fokus im Augenblick? Wo sieht man das? Wo sieht man, mit wie viel Fokus er startet? Fokus Maximum 5. Das heißt, wenn wir ihn hier geskillt hätten, können wir beim nächsten Mal machen, können wir wahrscheinlich da bis zu 90% steigern, dass er mit 4 Fokus beginnt. So verstehe ich das. Ja? Versteht ihr auch so? Weil dann merken wir uns das. Er hat ja noch einen Punkt. Sollen wir das dann hier mal machen? Ich bin dafür. Ja, wir beginnen mit maximal Fokus bei ihm. Oh, geht nicht. Nee, gedrückt halten. Entsperrt, da ist er. Jetzt startet er mit 1 bis 2 Fokuspunkten mehr. So, und jetzt nochmal rein ins Inventar. Das ist seine erste Waffe. Seine zweite Waffen. Das ist die erste Waffe. Das ist der Dolch. Das sind seine beiden Fähigkeiten, die sehr viel Fokus generieren. Und dann hat er hier einen normalen Speer mit weiteren Fähigkeiten, die sehr abwechslungsreich sind. Das lassen wir. Dann gucken wir, dann machen wir hinter ihm einen Haken. Dann wollen wir uns den Tank angucken. Er hat nur einen Fertigkeitenpunkt. Im Augenblick hat er hier eine Stufe. Ah, damit kann er die maximale Schildstärke zu Beginn der Runde wiederherstellen. Er hat ja ein Schild als Tank. Für jeden Rang werden 25% der maximalen Schildstärke wiederhergestellt. Im Augenblick hat er einen Punkt. Das kann zwei Ränge
Im Augenblick regeneriert er einen Rang und damit wären es 2 Ränge. Also 50% der Schildstärke. Und ist bei ihm wie groß? Und die ist bei 0, weil er kein Schild ausgestattet hat in dieser... Jetzt hat er ein Schild ausgestattet. 4er Schildstärke. 4er Schildstärke. Das heißt, solange er das Schild benutzt, hätte er... Im Augenblick kann er also 25% wiederherstellen. Und wenn er darauf klicken würde, 50% wiederherstellen. Das Schild ist nochmal kurz, was Schildstärke bedeutet. Im Gegensatz zu anderen Strategie- oder Taktikspielen. Blockt hat das Schild die Möglichkeit, den feindlichen Schaden, egal wie hoch er ist, komplett zu negieren. Alles wird geblockt. Allerdings nicht bei allen Angriffs, nicht bei allen Sachen. Nicht bei allen Schadenstypen, aber bei den meisten. Es gibt bestimmte Schadenstypen, da klappt das nicht, aber bei sehr vielen wird wirklich alles geblockt. Einziger Effekt ist, dass das Schild halt beschädigt wird dadurch. Und dadurch könnte es immer und immer wieder regenerieren. Das könnte er machen. Andererseits wiederum, er hat ja nur einen Aktionspunkt. Das heißt, wenn er das benutzt zum Regenerieren, kann er damit keinen normalen Angriff mehr durchführen. Aber so als Tank wäre das eine gute Sache, wenn wir ihn da weiter skillen würden. Ich finde das eigentlich cool. Ja, was? Maximale Gesundheit verbessern ist auch cool. Nein. Er kann einen Aktionspunkt einsetzen, um die Feinde um sie herum zu erschrecken und seine Moral zu senken. Finde ich auch cool. Ein Bewegungspunkt dazu, wenn er schwere Rüstung trägt. Und das ist einfach nur irgendeine Fähigkeit. Oh, wenn er damit angreift, ist ein Feind niedergeschlagen, kann weder ausweichen, noch blocken, parieren, Angriffen widerstehen. Wenn er aufsteht, sind die Hälfte Bewegungspunkte weg. Das klingt natürlich auch cool, ne? Aber ich würde mal sagen, wir geben ihm erstmal diese Sache mit dem Schild. Er hat so ein gutes Schild gerade, haben wir gerade gelootet. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann kann er nämlich so viel durchhalten. Ja. Sein Schild ist jetzt echt ein Top-Schild. So, und die alternative Waffe hier. Wir müssen nur daran denken, dass wir immer am Schluss einer Runde dann wieder zurücktauschen auf Schild. Ja, und das lassen wir mal so. Ein anderes Schild. Ah, er kann die Schilder wechseln. Wenn ein Schild kaputt ist, wechselt er zum anderen Schild zurück. Ja, das gefällt mir aber. Das nehmen wir auf jeden Fall her. Falls der andere Effekt nicht klappt, hat er seinen Ersatzschild dabei. Die anderen haben auch... Damit ist er, glaube ich, fertig, ne? Ja. Die anderen können, glaube ich, auch gar keine Schilde tragen, weil da ist, glaube ich, er könnte ein Schild auch tragen. Sollen wir ihm ein Schild geben? Wir machen bei ihm das Zweitschild mal weg. Wir denken mal offensiv. Und geben der Bestia. Ah, seine erste Waffe sind 2 Dolche. Das ist seine Zweitwaffe. Und dafür geben wir ihm mal... Er kann kein Schild tragen. Sehr witzig. Und sie kann wahrscheinlich auch kein Schild tragen. Er kann auch keinen Schild tragen. Sehr geistreich. Da bekommt er sein Schild zurück hier. So, jetzt müssen wir uns noch um Julius Kalidus kümmern. Fertigkeiten. Was verbessern? Nächste Verbesserung. Ach, der Winkel ist ein breiterer. Wenn irgendjemand reinläuft, treffen wir auch einen breiteren Winkel. Ob das so wichtig ist. Was ist das hier? Passive Fähigkeit. Ach, genau wie bei der anderen. Unverblümt. Wenn man direkt neben dem Feind steht, dann 100% Treffer. Machen wir sofort. Das kann nie schaden, finde ich. So. Jetzt nochmal ins Inventar. Waffe 1. Waffenset 2 ist waffenlos. Das ist ja so wenig. Da geben wir ihr mal irgendwas mit. Hier, 3 bis 5.
gehen wir immer das hier. Ein abgetragener Speer. Oh, und weil sie eine leere Hand hat, kann sie mit dem Set sogar andere so ein bisschen heilen. Zum Beispiel entfernt niedergeschlagen, denen aufhelfen, dass sie sich wieder hinstellen. Oder die wachrütteln oder so. Oh, fordert einen Gelegenheitsangriff aus. Aua, das war nicht so cool. Dann fordert einen Gelegenheitsangriff aus. Aber da müsste doch jemand neben einem stehen. Jörgsan, danke dir fürs 15. Liebe Grüße an dich. Das ist natürlich dann nicht so cool. Hier steht waffenlose Fähigkeit. Mit Dolch ist hier vorne. Mal gucken, was wir ihr sonst geben können. Können wir ihr den Dolch in die Zweithand geben? Nein, wir haben gar keine Zweithandwaffe für sie. Dann lassen wir es so, wie es ist. Fertigkeiten hatten wir ihr eine gegeben. Inventare hatten wir auch gemacht. Alles gut. Sind wir mit allen durch? Boah, das dauerte ganz schön lange. Wir mussten uns ja auch einmal reindenken. Ich glaube, wir sind mit allen fertig, ne? Haben alle ihre Fertigkeitenpunkte bekommen? Er noch nicht. Mit ihm, ihn müssen wir noch zu Ende machen. Er bekommt nur einen freien, einen Punkt dazu. Er kann statt mit, da könnte er seine Fähigkeit, dass er zwei Bewegungspunkte gibt, auf 3 vergrößern und den Radius auf 4. Hier kann er mehr, wenn er geheilt wird, was? Wenn er geheilt wird, bekommt er mehr Gesundheit oder ist das, wenn er heilt? Ist das für seine Heilung, wenn der andere heilt, dass er mehr heilen kann oder dass er mehr Heilungspunkte erhält? Was meint ihr? Wie das dir meint, wenn er heilt, ne? Weil sonst wird das nicht passen in der Überschrift Feldheiler. Aber hat er überhaupt Heilfähigkeiten im Moment? Er hat doch gar keine. Im Moment hat er keine. Schmerzlindern. Im zweiten Set stellt für das Ziel 25% Gesundheit wieder her. Fordert allerdings einen Gelegenheitsangriff aus. Aber warum fordert es einen Gelegenheitsangriff aus? Er muss doch jemand haben, der neben ihm steht, der ihm das geben kann. Das verstehe ich nicht. Also nicht immer, wenn wir neben einem Feind stehen und ihn heilen, steht ja neben ihm auch ein Feind. Vielleicht, wenn neben dem, den man heilt, jemand ein Feind steht, dass dann ein Gelegenheitsangriff auf den Gehalten kommt, so verstehe ich das. Was kann er denn sonst noch machen? Also damit wäre die Heilung natürlich krass hier. Das wäre sehr hilfreich. Sollen wir ihn als Heiler, wir haben ja keinen Heiler. Es gibt auch Waffen mit größerer Reichweite, ja. Sollen wir ihn mal zum Heiler raufskillen? Damit gibt er allen Leuten um sich herum eine bessere Moral. Er hat eine ermutigende Präsenz und bei allen, die direkt neben ihm stehen, die haben die Eigenschaft unterstützt und das heißt, die gelten, die können nicht abhauen, wenn sie eine schlechte Moral haben. Ja, kann man irgendwann später machen. Passive Fähigkeiten, die kritische Trefferchance erhöhen. Auch cool. Lass uns mal machen, dass er besser heilen kann. So. Und wie heilt er jetzt in der Fähigkeit? Immer noch nur 25. Habe ich nicht fertig. Müssen wir uns dann mal angucken im Spiel. Haben wir jetzt alles gemacht? Inventar wollten wir uns nur angucken. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Dann gehen wir ihm mal das abgetragene Gladius hier hin. Können wir ihm noch einen Dolch als Zweitwaffe geben? Leider nicht. Dann bleibt alles so. Haben wir es geschafft?
Ich glaube ja, ne? Was sind das hier? Handwerk. Ja, zum Looten. Wir wissen jetzt, dass wir das haben, aber können wir jetzt nichts mit anfangen. Alles klar. So, einmal schließen. Und jetzt kommt die nächste Quest. Einmal hier oben rausrennen. Nächsten Kampf durchführen. Doppelkampf. Mytilene infiltrieren und mit unseren neuen Fähigkeiten dann zuschlagen.